das Coole an einem Ingenieurstudiengang ist eigentlich, dass man lernt zu denken wie ein Ingenieur. Ich heiße Viola, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus der Eifel eigentlich, aber seit 5 Jahren wohne ich hier in Aachen. Ich studiere hier im Moment im 6. Semester Elektrotechnik in der Vertiefungsrichtung Automatisierungs- und Antriebstechnik. Vor Beginn meiner Ausbildung hatte ich mit Elektrotechnik echt gar nichts am Hut. Überhaupt nichts. Ich wusste nur, ich möchte irgendwas Technisches machen, aber ob es jetzt Maschinenbau oder Elektrotechnik oder was auch immer, das hat sich erst entschieden, als ich dann zufällig diese Ausbildungsstelle bekommen habe. Sonst wäre ich vielleicht auch ganz anders gelandet. Ich habe Elektronikerin für Betriebstechnik nochmal gelernt und das heißt, ich habe da die Maschinen gewartet, ich habe Reparaturen gemacht, wenn es irgendeine Störung gab, ich habe Sensoren und alles kontrolliert, es ist alles, was angefallen ist. Ich habe auch mechanische Sachen gemacht. Ich habe gelernt, wie man schweißt, also das war wirklich einmal querbeet alles durch. Besonders gut bei uns gefällt mir, dass es eben nicht wie so eine große Uni ist. Man hat einen sehr nahen Kontakt zu den Professoren, zu den Kommilitonen. Das ist vielmehr wie eine Familie, mehr oder weniger. Man kommt nachher auch einfach viel lieber, einfach mal die ganzen Leute um sich herum hat. Und weil das ein viel stärkeres Gemeinschaftsgefühl ist mit der ganzen Gruppe. Nicht nur so ganz kleine Lerngruppen, sondern wirklich in der ganzen Gruppe. Also ich habe sehr viel auch außerhalb vom Lernen, also nur vom Stoff her gemacht. Ich war auch im Fachschaftsrat, ich bin Tutorin, ich bin Mentorin und halt auch in der Berufungskommission zum Beispiel. Also wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl hat, dann ist man auch viel engagierter, irgendwie sich einzubringen. Und das habe ich halt auch relativ viel gemacht. Das Studium ist auf jeden Fall ziemlich anspruchsvoll. Also das Schwierigste für mich war die Selbstorganisation. Man muss sich das alles gut einteilen können. Vor allem gerade am Anfang wird man einfach davon erschlagen, wie viel Stoff das eigentlich ist in so kurzer Zeit. So ein Semester sind zwar eigentlich irgendwie 5, 6 Monate, aber in Wirklichkeit sind es 2 Monate Vorlesungen. Der Rest ist einfach nur noch Klausurvorbereitung. Das heißt, man setzt sich wirklich 2 Monate hin und sitzt von morgens bis abends am Schreibtisch und muss lernen, wie ein normaler Arbeitstag. Es ist völlig normal, dass man nicht alles auf Anhieb schafft. Das ist normal in einem Ingenieursstudiengang, denke ich. Das ist nicht nur bei uns in Elektrotechnik, sondern überall. Also das ist für mich das Wichtigste, dass man super nah an den Professoren ist, dass man bei den meisten auch einfach ins Büro stolpern kann. Und die alten Ohr für einen offen haben. Man kennt nachher jeden Professor, weil man kann nicht immer behaupten, die Professoren kennen mich. Und irgendwann ist es halt so, irgendwann kennt man sich einfach. Das hat für mich halt nachher auch dann bewirkt, dass ich mich noch mehr zu Hause gefühlt habe.